Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich ja mal so ein bisschen unterbrechen müssen. Zum einen wegen meiner Stimme, die gerade wieder irgendwie einen Absacker macht, und zum anderen deswegen, weil gerade eine neue, ja, Quest im Endeffekt angefangen wurde. Da konnte ich nichts für. Ich habe doch einfach nur mit dem gesprochen. So, suche an der Rezeption nach Schlüsselkarten. Wir sollen hier irgendwo Schlüsselkarten. Ah, Moment, da sind welche. Komme ich aber nicht hin. Die Tür ist immer noch kaputt. Es fehlen Werkzeuge. Vielleicht sind sie in der Werkzeugkiste in der Lachabteilung. Okay, wo ist die Lachabteilung? Also, das dürfte doch die Lachabteilung sein, oder? Und hier komme ich, so wie es aussieht, nicht ran. In der Werkzeugkiste. Moment, halt, hier war ein Lager. Ach so, ja klar, da hatte ich ja den Teil. Hier war das Gummihuhn. Irgendwie müssen wir doch herausbekommen, wie wir da reinkommen. Moment, war da gerade was? Anscheinend doch nicht. Hier ist nochmal ein Lager, aber da hatte ich anscheinend auch schon eine Karte oder sowas drin. Da kann ich auch nichts rausholen. Das sieht jetzt eher schlecht aus. Ah, Moment. Aha, MAFT Werkzeugsatz. Werkzeuge, die das Monster AG Facility Team zurückgelassen hat. Damit kann man alles Mögliche reparieren. Sehr schön. Da haben wir also noch ein Lager. Das hier können wir nicht öffnen, ne? Vielleicht kommt das ja auch mal später oder so. Ich weiß es nicht. Aber dann weiß ich zumindest schon mal, was die mit Lager stand da. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas haben sie da reingeschrieben eben. Hallo. Was ist denn mit dir, kleiner Fuchs? Wieso folgst du mir eigentlich nicht? Du willst lieber bei den Monstern bleiben, ne? Das ist mir schon klar. So, einmal mit Werkzeug reparieren. Dankeschön. Hier geht es nämlich noch weiter. Oh, da wollte wohl einer unbedingt was zu trinken haben, hat es aber nicht bekommen. Ich hätte noch Energy hier im Angebot. Ja, ich weiß, es ist nicht gut. Es ist schlecht für den Körper, schlecht fürs Herz in erster Linie. Ich habe auch sehr viele Probleme deswegen. Aber so ganz, ne? So ganz ohne isst man dann ja doch irgendwie nicht immer. Das haben wir doch gerade aufgenommen. Das hier. Das Monstertassenregal. Na toll. Naja, gut, ich kann es jetzt selber bauen, so wie es aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das auf jeden Fall schon mal bei Dagobert gekauft. Ich habe das nämlich zum Aufhängen, sage ich schon. Du weißt schon, dass du in der Zeit, in der du das alles geschrieben hast, deine Berichte bearbeiten könntest. Ja. Zwei, drei fehlen uns noch insgesamt. Aha. Okay. Hier ist, glaube ich, noch eins. Ja. Sprich mit Sully. Berichte sind CEO-Sache. MG. Das könnte Mike sein, ne? Mike, ja, klar. Es ist unverschämt, die Klebezettel anderer Monster zu lesen, Rosa. MG, okay. Ich glaube, hier liegt jetzt noch der letzte, ne? Oder auch nicht. Da sind jetzt irgendwelche anderen Sachen gerade. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Schlüsselkarten der Monster AG. Du solltest sie Mike zeigen. Er wird sich freuen, dass es bald an die Arbeit geht. Ja, und was ist mit diesen kaputten? Ich würde mal gerne wissen, was das hier jetzt ist. Damit werden Türen zur menschlichen Welt gerufen und jeder Scherzer kann sein Werk tun. Muss man das irgendwie dann, nee, aber nicht zusammensetzen, weil das ist die Ecke hier unten, das ist die Ecke da oben. Also die drei Teile müssten ja theoretisch zusammengehören, behaupte ich jetzt mal. Na, das ist die untere Ecke, das ist die obere Ecke. Also sieht mir doch sehr danach aus. Was das jetzt genau, das weiß ich nicht. Naja, bring mir die Schlüsselkarte erstmal zu Mike. Bitteschön. Tschakka, tschakka, tschakka. Na, wie geht's? Ich glaube sogar,
Kann das sein, dass er die gleiche Stimme hat oder zumindest eine sehr ähnliche? Sully glaube ich nicht, aber er glaube ich schon. So eine sehr ähnliche auf jeden Fall. Hey, du hast die Schlüsselkarten gefunden, die wir brauchen. Das ist großartig. Komm schon, lass uns die Türen öffnen. Ja! Alles klar, perfekt. Wir haben Türen. Lass mich mal einen Blick auf die Akten werfen, damit die mit den Schlüsselkarten geliefert wurden. Du weißt schon, die Akten mit Informationen, wie man das Kind hinter jeder dieser Türen zum Lachen bringt. Es gab keine Akten zu diesen Karten. Naja, weiß ich nicht. Also da lagen ja Akten rum. Keine Akten? Wie soll ich ohne Informationen arbeiten? Keine Akten, keine Lacher, keine Rekorde. Sullys Urlaub ist ruiniert. Ganz ruhig, Mike. Ich bin deine Scherzeassistentin und wir werden einen Weg finden. Warum schreibe ich keine neuen Akten? Neue Akten? Neue Akten? Das ist absurd. Das ist absurd. Wie neue Akten schreiben? Ich schleiche mich in die Zimmer der Kinder, solange sie leer sind und schaue, ob ich Hinweise finde, was die Kinder zum Lachen bringen. Wirklich? Das ist genial. Ich wusste, dass du eine tolle Scherzeassistentin bist. Mach dir keine Sorgen, Mike. Ich habe die Sache im Griff. Ich werde in jedem der Zimmer nach Hinweisen suchen. Perfekt. Lass uns zuerst zu Tür F2 gehen. Du warst ein tolles Publikum. Soll ich euch hinterhergehen? Ich weiß nämlich nicht, was F2 ist. Gehe durch die Tür. Ich nehme an, das ist die hier, weil die stehen ja hier. Hallöchen. Interagieren. Eine Kinderzeichnung mit dem Hut eines Zirkusdirektors und einem Zauberstab. Das sieht schon mal gut aus. Ob die dadurch lachen, weiß ich natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall was, was denen gefällt. Eine Kinderzeichnung von einem Zirkuselefanten. Oh, Humpty Dumpty. Nee, das soll's untersuchen. Eine Kinderzeichnung eines Zirkusclowns. Und eine Nachmache von König der Löwen ist auch hier. Okay, also die Bücher kann ich anscheinend nicht nehmen. Sprich mit Mike. Okay, ja, ich kann hier, glaube ich, nichts anderes mehr machen, ne? Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier wieder zurückkommen. Na, wie geht's? Hey Mike, ich habe diese Zeichnung gefunden. Dieses Kind mag den Zirkus. Ein Zirkusfan, was? Klingt, als würde den Kindern der großartige Bananenschalenrutscher gefallen. Das ist eine ausgefallene Nummer, bei der ich so tue, als würde ich auf einer Bananenschale ausrutschen und bumm, ich lande mit einem Spagat. Sehr anspruchsvoll. Okay, sehe hinter Tür F3 nach Hinweisen. Bis bald! Ach, die leuchten auch oben. Ach, das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ich bin auch doof. Ich denke mal, die anderen könnte man dann auch gar nicht betreten. Okay, auf jeden Fall ein Fan von Mickey Mouse. Das sieht man hier schon mal. Hallo. Wieso kann ich hier... Kann ich da später nochmal hin? Irgendwie ist das komisch. Ich mache mal eben einen Screenshot davon. Warum kann man das Raketenbuch nicht nehmen? Ich hoffe jetzt nicht, dass das verbuggt ist, dass man es deswegen nicht nehmen kann. Das wäre jetzt richtig doof, weil das halt auch am Leuchten ist, ne? Und andere Sachen darf ich mir jetzt nicht angucken, oder wie? Oh nein, komm. Das ist auch am Leuchten. Oh nein, oh komm. Das ist auch am Leuchten, man kann es nicht anklicken. Und da hinten, das wird dann wahrscheinlich das dritte sein. Oh nein. Moment, Fotos von den Hinweisen. Och. Ja, bei Disney muss man ja auf alles gefasst sein, ne? Deswegen habe ich jetzt ernsthaft gedacht, dass das wahrscheinlich ein Bug ist. Ich meine, mit der aktuellen Situation, dass ja sehr, sehr viel aktuell verbuggt ist. Leider. Also gerade die ganzen neuen Quests, die sind ja im Moment völlig von Eimer. So, Moment, was war das dritte? Das Buch hier. Habe ich jetzt echt gedacht, das geht nicht. Oh.
Und das noch. Genau. Aber irgendeins hat der jetzt nicht angenommen. Das glänzt nicht mehr. Das glänzt auch nicht mehr. Das glänzt aber auch nicht mehr. Hä? Aber sowas, ganz ehrlich, da verzweifle ich einfach nur noch. Ich meine, wir sollen ein Foto machen. Alle drei Sachen hier waren am Leuchten. Wir haben jetzt alles fotografiert und es funktioniert trotzdem nicht. Ich werde jetzt, ja, ich weiß nicht, muss ich hier ausgelockt? Ich denke mal einfach nur aus dem Raum raus. Ach so, da oben stehen übrigens die Zahlen F3. Ich bin auch wieder gut. Ich werde mich jetzt hier nochmal komplett ausloggen und nochmal einloggen und dann schaue ich mal, ob, ja, ob es dann funktioniert oder ob das immer noch nicht funktioniert. Speichere das mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also das leuchtet nicht mehr, das leuchtet nicht mehr und das Buch leuchtet auch nicht. Fotos von den Beweisen. Ich mache jetzt hier mal mehrere Fotos, weil, ne? Ist aber immer noch zwei. Nee. Mach mal Fotos von der Seite des Raums. Aha. Aha. Verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil hier war ja das Buch am Leuchten. Das habt ihr ja selber gesehen. Davon habe ich ein Foto gemacht und das hat ja anscheinend nicht geklappt. Und hier oben, die Sterne, die waren ebenfalls am Leuchten. Jetzt hat es funktioniert, weil ich davon ein Foto gemacht habe. Also, wir haben noch Hoffnung. Na, wie geht's? Schauen wir uns die Fotos an. Weltraum? Dieses Kind interessiert sich für den Weltraum. Ich hab's. Ich bringe es mit ein paar Klopf-Klopf-Witzen zum Lachen. Klopf-Klopf-Witze, die nicht von dieser Welt sind. Kann ich einen hören? Na klar. Klopf, klopf. Wer ist da? Kuh. Kuh wer? Kulinarische Grüße. Hier ist der Pizza-Lieferdienst. Okay. Nicht dein Geschmack, hä? Glaub mir, da drin wird es zum Brüller. Okay, lass uns weitermachen. Letztes Zimmer-Gameplayerin. Du machst das toll. Ich will wirklich stark enden, also brauche ich einen garantierten Lacher. Warum bringst du mir nicht einen Hinweis aus dem Zimmer? Keine Sorge, ich werde es zurückbringen. Ich bin noch die ganze Woche hier. Du bist doch die ganze Woche hier, das ist gut. Wir nehmen noch Geld an für unsere Auftritte. Wir entfernen die Socken. Okay, durchsuche den Raum nach einem materiellen Hinweis, den du Mike bringen kannst. Muss ich auf der Suche hier aufräumen, oder? Ja, auf jeden Fall steht da ja, dass ich das entsorgen soll, also... Dieses Zimmer ist ein einziger Saustall. Hier liegen genug Sachen auf dem Boden rum, um einen Bulldozer oder eine Schaufel einzusetzen. Räum bitte auf. Küsschen, Mama. Ja, ich glaube, jede Mutter kann sowas ihrem Kind an die Tür hängen. Also ich ganz besonders. Ist das hier... Nee, ich dachte, das wäre jetzt Schleichwerbung zu Fallout oder so. Das wäre vielleicht bei Disney ein bisschen zu viel verlangt. Okay... Ja, aufräumen kann ich hier. Ah, da ist auch ein bisschen was bei. Ein Pupskissen. So, so. Es ist also definitiv wirklich ein Junge, der hier drin wohnt, ja? Weil ich behaupte, meine Mädchen nutzen solche Sachen eher seltener. Für dich. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Ein Pupskissen. Oh. Ich weiß genau, wie ich dieses Kind zum Lachen bringe. Ein Pupskissen bedeutet, dass dieses Kind ein Freund von Witzen jeglicher Art sein muss. Oh ja!
Ich werde den größten Rülpser in der Geschichte der Rülpser machen. Das wird mir definitiv helfen, meinen letzten Rekord zu übertreffen. Überbrüllen. Tolle Idee, denke ich. Ja, das wird meinen Rekord unantastbar machen. Okay, Scherzer-Assistent, da kommt ein großer, die Wurzel des Übels. Dieser Rülpser braucht Bass. Er braucht Kraft. Er braucht Vibration. Ja, aber bitte nicht hier, sondern beim Kind. Ich habe hier zwei Marken. Bitte bring mir von jedem der drei Automaten an der Rezeption eine Dose Limonade. Sie werden diesen Rülpser noch ein bisschen aufpeppen. Also von jedem der drei Automaten eine Dose Limonade. Mit zwei Marken, aber es gibt drei Automaten? Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Wenn du ein Scherzer sein willst, musst du die Werkzeuge nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Improvisiere. Hol aus jedem Automaten eine Limonade. Improvisiere. Verstanden. Das wird eine runde Sache. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das eine runde Sache sein wird. Aber gut, der eine Automat, der war jetzt schon ein bisschen kaputt. Das Werkzeug haben wir nicht mehr, ne? Nee, das Werkzeug ist draufgegangen, als wir die Tür geöffnet haben. Wovon redet der denn? Achso, hier vorne, oder? Ah, okay. Lager öffnen. Rote Limonade. Eine kleine gefrorene Leckerei in Form einer Fuchspfote. Nehme ich aber auch mal mit. Also, kein Thema. So. Finde die folgenden blaue Limonade. Wieso kann ich die denn nicht interagieren? Ach so, da war kein Strom drauf. Ah, okay. Süßes Sorbet-Getränk ist auch da drin. Das heißt, das können wir auch noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Keine Ahnung, aber... aber was ist jetzt mit dem hier? Das ist definitiv die grüne Limonade. Da können wir nicht rein. Können wir denn die grüne Limonade eventuell von woanders noch holen? Dass die irgendwo drin liegt oder so, an der Seite steht oder was weiß ich was. Finde die folgenden Limonaden. Ich hätte ja jetzt sonst gesagt, dass wir irgendwo hier nebenbei rein müssen oder so. Aber wenn... Out of service. Aber wenn ich hier noch nicht mal eine Tür öffnen kann. Lager öffnen. Ich habe auch keine. Grüne Limonaden. Nee, sowas können wir eigentlich auch nicht bei uns haben. Moment, ist hier ein Rezept für eine grüne Limonade? Randall, Rosa, Sally, Mike. Das sind wirklich nur die Kaffeebestellungen. Ansehen. Was ist denn hier mit dem Wasserspender? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der damit zu tun hat. Moment, wie viel? Da ist nur eine drin, ne? Da kann man auch nichts mischen. In dieser Dose klappert es. Diese Limonade scheint von ganz allein zu wackeln und zu vibrieren. Vielleicht solltest du sie vorsichtig öffnen. Also entweder liegt die jetzt hier irgendwo, dass wir sie irgendwo finden können. Na, dass hier irgendwo eine drauf liegt, die man jetzt vergessen hat, die jetzt auf einmal wieder auftaucht. Das könnte natürlich sein. Oder andere Möglichkeit, was ich jetzt noch sehen würde, ist, dass man die irgendwie selber zusammenmixt. Natürlich die Frage, das ist ja so eine spezielle Marmelade, wollte ich gerade sagen.
Das ist ja so eine spezielle Limonade hier aus dem Bereich. Kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass man die irgendwie einfach so zusammenmixen kann. Wir können auch jetzt diesmal nicht ans letzte hier ran. Lager öffnen, da ist auch nichts mehr drin. Moment, das war jetzt F4. Das war doch das mit dem Jungen, oder? Genau, das war das mit dem Jungen. Der hat aber auch keine Limonade. Das ist nur hier. Dass das immer noch leuchtet, verstehe ich irgendwie nicht. Die erste macht er auch nicht auf. Kann ich mit Sally vielleicht sprechen? Hm. Oh, die Pflicht ruft. Bis bald. Scheint nicht. Genau dich wollte ich sehen. Bring mir eine rote Cola, eine blaue Cola und eine grüne Cola. Also das ist alles Cola. Dieses Gebräu wird man rülpsen. Manchmal schalten sich die Getränkeautomaten aus oder sie brauchen einen Schlag, um die Ware herauszugeben. Du findest es schon heraus. Du warst ein tolles Publikum. Ja, in dem Fall wäre es dann der Schlag, aber... Wie soll ich den jetzt schlagen? Außer wenn ich die eine jetzt da dran halten würde, aber... Ich kann ihn ja nicht angreifen, oder was? Also ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich sehe da auch nichts oben an der Decke oder so. Was ist denn, Moment, was ist denn hier mit dem einen? Achso, kann man auch nicht mehr ausmachen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt verwirrt. Moment, Moment. Nee, den nicht. Nein. Ja, die Sache mit dem Schlag. Ich hätte eigentlich direkt drauf kommen müssen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Sorry. So, bitteschön, Mike. Dass ich da jetzt erst drauf gekommen bin. Na, wie geht's? Dieses Cola-Gemisch ist der Schlüssel. Gameplayerin, wir sind dabei, Geschichte zu schreiben. Und das verdanke ich nur dir. Runter damit. Sieh den Meister bei der Arbeit in dieser spektakulären 3-4-1-Vorstellung zu. Los geht's. Du warst ein... Wir haben es geschafft. Sieh dir das an. Wir haben ihn um Meilen geschlagen, um Kilometer, um Wale. Die Wale sind größer als die Kilometer, okay. Glückwunsch, Mike. Danke, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Nun, das meiste hätte ich geschafft, aber definitiv nicht alles. Ja, meine Rülpser lassen mich nie im Stich.
Jetzt ist die Zeit gekommen, ins Dreamlight Valley zu gehen, oder? Fast. Es gibt noch eine letzte Sache, um die ich mich kümmern muss. Nein. Könntest du in der Zwischenzeit vielleicht nach unserem Hotelzimmer schauen? Dem Haus? Einem Bungalow am Strand? Wir sind nicht wählerisch. Hauptsache, es ist ein schöner Ort. Sully arbeitet so hart. Er hat sich Ruhe und Erholung mehr als verdient. Okay, ich glaube, in den Wald sollte ich ihn nicht setzen direkt. Aber ja doch, die könnten zu Mirabelle gehen, theoretisch. Bis bald. Je nachdem, wie das Haus aussieht, platziere Mikes und Sullys Haus. Ja, ja, wir haben es geschafft. Es war diesmal ein harter Kampf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir haben es geschafft. Ja, ja, ja. Oh, sind wieder neue da. Moment, da muss ich die mal eben ganz kurz noch ernten. Und das müssen wir natürlich auch noch mal kurz machen. Hallöchen. Es sind wieder Schwarze dabei. Endlich, endlich. Die brauche ich ja unbedingt, um die Dinger herzustellen. So, und jetzt schauen wir mal. Wie sieht das Haus aus? Oh, das ist so ein... Sieht eigentlich eher so aus, als ob das jetzt hier in die Stadt reinpassen würde. Das ist ja doof. Also eben, weil es in die Stadt reinpassen würde. So in der Nähe von die Schön und das Biest vielleicht. Ich meine, da sieht das optisch bestimmt nicht schlecht aus, oder? Bin ich sicher. Die kann man nicht wegmachen, hier die. Mal den mal weg. So, wie groß ist das Haus? Es geht natürlich wieder nicht, weil ich das nicht... Ah, das ist so ätzend. Weil man diese blöden Teile nicht einfach mal verschieben kann. Ich meine, das ist ja okay, wenn man die nicht wegmachen kann, ohne es selber wegzumachen und alles. Aber dass man die nicht wenigstens verschieben kann, wenn man ein Haus bauen will. Das finde ich so blöd. So. Doch, das machst du mir weg. Los, zack, zack. Ich habe keinen Platz, um mir irgendwas einzusammeln, aber die Sachen müssen weg. So, die Sachen kann ich jetzt auf jeden Fall wieder verstellen, also verschieben. Tun wir das mal ein bisschen rüber. Wobei, ich glaube, das ist auch gar nicht so nötig, ne? Ich musste nur... Ja, ich muss halt den da wegmachen, dann ist das hier... Ja, ich stelle es jetzt erstmal hier hin. Ob das jetzt da bleibt, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber ich denke mal, so optisch passt das hier ganz gut rein. Auch wenn es jetzt nicht so direkt ruhig ist hier an dem Ort, aber naja. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, die Monster kommen zurück. Was? Neugierige Burschen, aber gute Freunde von uns. Ja, für 20.000. Ich kann es kaum erwarten, ihnen uns zu zeigen, was wir alles gebaut haben. Heiße Sully, willkommen. Ja. Juhu, jawoll. So, ja. Da, das ist der große, böse. Das große, böse Monster. Da machen wir natürlich noch direkt ein zweites Bild von. So. Hey. Hast du kurz Zeit? Hi, aber was ist jetzt hier mit Mike? Puh, dieser Ort ist ziemlich erstaunlich. Ungefähr so erstaunlich wie der Rekord, den du und Mike aufgestellt habt. Und warte mal, ich war doch schon mal hier, oder, Gameplayerin? So langsam erinnere ich mich. Es sieht genauso aus wie früher, aber du bist so groß geworden. Wow. Ich glaube, ich habe dich wirklich vermisst. Auch wenn ich mich nicht wirklich an dich oder das Tal erinnern kann. Es ist, als ob ein Teil von mir sich willkommen fühlt. Sully, du großes Kuscheltier. Mike sagt immer, ich sei ein sentimentales Fellknäuel. Apropos, er ist dort geblieben, um sein neues Scherzer des Monats-Foto zu machen. Könntest du nach ihm sehen? Der Typ hat es genauso schwer mit der Balance zwischen Arbeit und Privatleben wie ich. Kinder werden so schnell erwachsen.
Ja. Okay, da müssen wir ihn noch mal eben holen. Reiche, zack. Es wird eine endlos lange Folge heute. Ich sehe es schon. Nur weil wir hier so lange rumgemacht haben. Hilfe. Na, wie geht's? Hi Mike. Sally meinte, du würdest dich für die Wand des Scherzer des Monats fotografieren lassen. Nun, ich habe es versucht, aber das Stativ kann das Stativ nicht finden und meine Arme sind zu kurz, um all diese Pracht einzufangen. Keine Sorge, Mike, ich mache ein Foto von dir. Hey, du musst auch mit draufgehen, Playerin. Wir sind ein Team, du und ich. Kein Bis Thema. bald. So. Und zack. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Wow, das ist ein tolles Foto. Du hast wirklich die Persönlichkeit eines Monster-Rekordhalters eingefangen. Du bist die beste Praktikantin, Assistentin, Reiseleiterin, die ich je getroffen habe, Gameplayerin. Hey, warum sind wir noch hier? Lass uns in dieses Dreamlight Valley gehen, von dem ich schon so viel gehört habe. Das wird eine runde Sache. Ja. Ich glaube tatsächlich. Eve, was machst du denn jetzt hier? Ich glaube tatsächlich, dass er seine echte Stimme noch hat. So, und einmal das ist Mike. Da muss ich aber schnell ein Foto von machen. Ja, okay, machen wir mal nicht so viele. Obwohl da, ja, das ist schön. Okay, ein letztes noch. Ich bin fotosüchtig. Hey, hast du eine Minute? Wow, hey, sieh dir das an. Oh, schau mal da. Dieser Ort ist großartig. Ich erinnere mich an den blauen Himmel im Tal und diese Vögel und ach. Ah. Hatschi! Und diese Pollen. Geht es dir gut, Mike? Oh, sicher. Sicher, ja. Es sind nur Allergien. Wie bin ich früher mit denen umgegangen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wie auch immer, danke, dass du uns hierher gebracht hast, Gameplayerin. Sally brauchte wirklich eine Pause. Atschi! Kümmere dich nicht um mich. Wir sehen uns, beste Scherzerassistentin aller Zeiten. Ich traue meinem Auge nicht. Ja, ich auch nicht. Ist das schön? Ist das schön? Wir haben dann zwei neue Aufgaben, die wir dann machen können. Da müssen wir mit ihm Level 2 sein, da müssen wir mit ihm Level 2 sein. Alles andere ist soweit freigeschaltet. Ja, das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt den Vorsatz, Sicherheit geht vor, auch endlich an die Decke nageln. Und dann kann ich meinen Helm jetzt für die nächsten Folgen ausziehen, beziehungsweise ich werde dann auch die Schuhe mal ausziehen. Die waren halt in der Monster-AG-Welt, waren die halt cool, aber falls die Aufgaben jetzt hier sein werden, ist das natürlich, und ich gehe davon aus, brauche ich natürlich festes Schuhwerk, ne? Dann brauche ich meine Stiefel wieder zurück. Ja, also die Folge war jetzt extrem, extrem lange, aber ich werde es trotzdem Ich alles in meine einer innere Stimme Folge machen, gehe erinnert, ich mal ich von komme in aus. Frieden. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde dann bis zur nächsten Folge die beiden leveln, allerdings nacheinander. Und dann werden wir ja nicht abwechseln, sondern nach Möglichkeit nacheinander. Es sei denn natürlich, ich brauche irgendwo die Voraussetzung, dass der andere wieder ein Level höher ist, werden wir uns dann deren Quest zu Gemüte führen. Immerhin können wir die noch machen, weil wie gesagt, ohne die Sache mit Eve, die ja seit mehr als einer Woche mittlerweile verbuggt ist, kann ich leider nicht die neuen Quests machen, die jetzt mit dem letzten Update gekommen sind. Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr traurig darüber, weil ich halt die natürlich auch gerne machen möchte und zeigen möchte und alles, aber was will man machen? Laut einiger Meinungen von YouTubern halt noch 2 Monate, dann können wir die vielleicht sehen. Bis zur Ich nächsten möchte, dass Folge. Bert glücklich Ciao! ist. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.